Okay, so jetzt bin ich ein bisschen nervös. Das ging aber gut. Vielleicht soll ich immer so tun. Hallo, lieber Golf-Newcomer. Ich möchte dir helfen, den Ball besser zu pitchen, also besser zu treffen. Das ist vor allem für Golfanfänger kein richtig einfacher Schlag. Man möchte den Ball hochspielen, bis zum Grün fliegen lassen. Der sollte ein bisschen Spin haben, schnell liegen bleiben. Klingt alles sehr schön. Aber den Ball zu treffen, ist manchmal ein Thema. So, ich werde dir heute eine Übung zeigen. Die ist wirklich total schwierig. Es geht aber jetzt nicht darum, den Ball gut zu treffen. Du darfst aber den Ball gut treffen, das wäre super. Aber es geht darum, dass du ein Gefühl bekommst, den Aufschwung richtig hinzubekommen. Wie steil sollte ich den Aufschwung machen? Ganz, ganz entscheidend. Wenn du das hinkriegst, ist der Rest nicht so schwierig. So, ich habe einen 40 Meter Pitch vor mir. Da ist nur Schatten, da könnte aber ein Bunker liegen. Der Rasen ist aber lang, so ich muss den Ball fliegen lassen. Und ich werde mit meinem Sandwich die Bälle einhändig schlagen. Wie gesagt, ist nicht schlimm, wenn du den Ball nicht triffst. Aber ich versuche erstmal einmal ganz normal. Übrigens, ich halte den Schläger mit meiner rechten Hand da, wo ich die rechte Hand normalerweise haben würde, beim normalen Griff. Okay, so jetzt bin ich ein bisschen nervös. Das ging aber gut. Vielleicht soll ich immer das so tun. Aber das war jetzt also Rückschwung für mich, ohne zu denken. Ich werde jetzt aber bewusst, und ich möchte, dass du das tust. Bewusst möchte ich, dass du einmal richtig steil aussuchst. Also nicht gerade zurück, sondern richtig weg vom Körper. So mach das. Gar nicht so schlecht. Mach das ein paar Mal. So richtig steil und runter. Und dann, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, versuch richtig flach auszuholen, so richtig nach hinten. Und versuch so den Ball richtig gut zu treffen. So, mein Ziel ist die ganze Zeit, den Ball so nah wie möglich an die Fahne zu bekommen. Ich sage gleich, welche Methode ich besser finde. Okay, und dann zum Schluss. Versuch gerade auszuholen. Also meine Hände sind genau zwischen dir, also der Kamera und der Fahne. Und ich werde jetzt zu der Kamera ausholen und dann gerade runter. Schief. Und noch einmal. Gerade und gerade runter. Okay, so. Welche Aufschwungvariante ist besser. Naja, du solltest es ausprobieren. Was ich aber dir mit Sicherheit sagen kann, ist, und das wirst du sofort auch merken, aber du musst es ausprobieren, das hier geht nicht. Das Problem mit dem Flachausholen beim Pitchen ist, ich kann von hier, wenn ich den gleichen Weg wieder zurückschwinge, ist es unmöglich, den Ball richtig zu treffen. Ich werde den Boden zuerst treffen, so wie ich das gemacht habe. Ich bin dann gezwungen, die Arme zu rotieren. Die Bälle fliegen flache, so wie meine, und die rollen aus. So, das ist eigentlich der Hauptpunkt, den ich dir jetzt sagen möchte. Du musst gucken, dass dein Schläger auf eine steilere Ebene, sich bewegt beim Ausholen. Weil dann muss ich beim Abschwingen nicht viel kompensieren. Ich muss auch dann viel weniger mit meinen Händen machen. Und es ist sogar möglich, und das war bei mir der Fall, wenn du ein bisschen zu steil aushaust beim Pitchen, ist das gar nicht so schlimm. Also ich ganz ehrlich, das fühlte sich fast am besten an, als ich steil ausgeholt habe. So, ich will jetzt nicht sagen, dass du jetzt so aushaust beim Pitchen. Die Golfer werden dich fragen, wo hast du das gelernt? Aber ganz wichtig ist, dass du das wegbekommst, weil dann musst du kompensieren. So, nachdem du das geübt hast und du wirst ganz sicher spüren, dass steile Ausholen besser ist
aus flach, mache das dann mit zwei Händen. Ich habe jetzt 6 Bälle geschlagen. Jetzt will ich diesen dichter auf alle anderen machen. Wenn ich den Rückschwung gut hinbekomme, dann brauche ich nur Schwerkraft arbeiten zu lassen. Und dann kommt mein Schläger automatisch runter in den Boden. Spring. Ich denke, der ist der dichteste, aber ich muss jetzt messen. Okay, so ganz klar das Thema, was du nicht machen solltest und was dir wirklich helfen wird. Danke für das Zugucken. Bitte, wenn das Video dir gefällt, diese Daumen, mein Kanal ist so jung, teile es bitte mit deinen Freunden mit, die auch Golfanfänger sind, und wir sehen uns bald wieder.